Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal was Besonderes. Once again. Denn erinnert ihr euch noch daran, als wir im Stream mal kurz die Pflanzenzimmer-Szenario-Herausforderungen angefangen haben? Wir haben sie nie beendet. Deswegen dachte ich, könnten wir das mal in Videoform machen. Dafür habe ich die gute Petunia Plant erstellt und ihr ein sehr tolles Haus gegeben. Es ist natürlich ein Mikrohaus, damit wir hier schön alle Perks haben. Ja, also es ist funktionabel, es ist toll. Stört euch nicht daran, dass man hier einen Arm sieht. Das hat uns nicht zu interessieren heute. Okay, und die erste Amtstat ist natürlich, eine verbotene Frucht zu essen. So, nom 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 nom. Und dann ist sie auch schon bereit, denn sie verwandelt sich jetzt in einen Pflanzen. Woo! Cool, sie ist grün. Jetzt öffnen wir ein Samenpaket. Das können wir gleich pflanzen. Aber sie braucht jetzt halt Wasser anstelle von Pipi machen. Ja, meinetwegen mag sie Fitness. Ist mir egal. Und pflanzen. Sie hat halt hier diese verschiedenen Aufgaben, die sie dann eben erfüllen soll. Ich bin gespannt, ob man das in einer Sitzung hinkriegen kann. Aber ich denke schon, sollte jetzt nicht so schwer sein. Und schon hat sie Level 2 der Gartenfähigkeit erreicht. Dann gießen wir natürlich alle. Dann kommt Eliza Pancakes und möchte uns Hallo sagen. So, sie braucht jetzt Wasser. Kann sie entweder duschen oder sie kann sich halt ein Glas Wasser nehmen. Ach, die knutschen sich hier wild. So, dann steigt das natürlich wieder einfach ohne Problemos. Oh nice, man kriegt sogar auch einen Meilenstein dafür. Das habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Sie beginnt schon von selbst mit den Pflanzen zu reden. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, das Schwierigste wird sein, dass wir eine perfekte Pflanze abernten. Ich glaube, der Rest ist eigentlich relativ gut machbar. Wahrscheinlich müssen wir die dann auch immer so ein bisschen verfeinern und so. Aber das kriegen wir schon hin. Ich meine, zum Verfeinern ist es, glaube ich, schlau, wenn man angeln geht. Deswegen soll sie das einfach mal machen. Sie hat einfach schon Level 2, es geht so schnell. Ich meine, noch müsste das nicht gehen. Düngen, Level 3 brauche ich dafür. Naja, trotzdem gut, wenn wir da jetzt schon ein paar Sachen dann haben. Außerdem hat sie gerade eh nichts Besseres zu tun. Und hier wachsen ja auch Pflanzen noch. Also das ist schon ganz nice. Dann können wir die auch alle noch klauen und dann auch anpflanzen. Wir haben jetzt schon dreimal photosynthetisiert. Also das ist schon ganz gut. Dann lassen wir die Zeit mal ein bisschen schneller vorspulen. Und sie soll sich schlafen legen. Level 3. So, sehr schön. Gedüngt sind sie. Dann haben die auch schon fast das nächste Level direkt. So, ein bisschen Cash machen wir nebenbei, weil die Rechnungen bezahlen sich nicht von selbst. Mal gucken, ob sie Obstkuchen mag. Tatsächlich mag sie den. Wie schön. So, die Sachen können wir erstmal alle verkaufen. Und hier können wir direkt schon Dinge ernten. Wow, das sind echt viele Sachen. Das ist aber sehr gut. Dann kommen wir schneller an unser Ziel, hoffentlich. Sie pflanzt die jetzt alle ganz random ein, aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Aber das sieht schon mal top aus hier. Okay, diese Pflanzen, die hier draußen sind, das finde ich nicht so witzig. Vielleicht platziere ich die doch alle ein bisschen schöner. Sehr schön. Also gesprochen hat sie schon mit genug Pflanzen. Einfach schon Level 5, das ist so geil. Sie kommt da jetzt nicht mehr durch? Das macht absolut gar keinen Sinn. Okay, sie kann auf jeden Fall das erste Mal entwickeln. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Jetzt wird weiter geangelt, um dann wieder düngen zu können. Also es ist jetzt nicht das krasseste Gameplay, wenn man sich halt nur darauf fokussiert, aber ich will das hier einfach nur abschließen. Und ich bin sehr gespannt, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Ich meine, wir haben schon einige Häkchen bekommen. Vlad, geh mal weg. Da müssen wir noch diese Solarenergie mal absorbieren. Mache ich mal bei den Pilzen. Nee, warte, nicht verkaufen, weil die kann ich, glaube ich, auch zum Düngen benutzen dann. Jawohl. Die kann ich jetzt auch weiterentwickeln. Sind zumindest dann schon mal hübsch. Oh, wir kriegen Cash. Nice. Ich dünge einfach mal alles, was ich so habe. Sie fühlt sich auch sehr ausgeglichen. Das ist sehr, sehr süß. Okay, sie soll auch welche veredeln. Zwar nur vom Meilenstein her, aber ich meine, wir können uns dann ja Sachen kaufen, die uns ja auch noch weiterhelfen. Also, eine neue Pflanzenart? Crazy. Mega grüner Daumen. Aber es sind 4000, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt so schnell hinkommen. Wir nehmen am besten die Solarenergie mal von derselben Pflanze, weil ich glaube, die werden dann immer runtergestuft. Wir können in dem Spielstand auch einfach mal das Ganze auf 28 Tage stellen. Haben wir ja nur Vorteile durch. Ich glaube, ich ernte die auch einfach mal alle. Diesmal. Und dann kann ich die ja einfach weiter benutzen. Also zum Düngen meine ich jetzt. Sie will eine Kuhpflanze züchten. Auch geil. Ja, ich glaube, das ist so erstmal in Ordnung. Dann kann ich die, denke ich, doch wieder verkaufen. Ich meine, es wäre witzig, wenn sie so eine Pflanze angeln würde. Eine Kuhpflanze. Wenn man das so nebenbei macht, ne? Oh, sie ist jetzt 15 Tage lang im Pflanzensim. Warum ist das länger als vorher? Oder liegt das an der Jahreszeit, die ich eingestellt habe? Also, so oder so ist es mir egal. Ein Apfel. Ich gehe einfach immer zur selben Pflanze, um die zu absorbieren.
Das ist ein bisschen witzig. Alles ernten. So, die hier kann ich wieder neu düngen. Klappt supi. Davon hat sie auch schon gut die Hälfte. Sonnenlicht passiert ja sowieso, wenn sie draußen ist. Also ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Ein digitales Grafiktablet hat sie beim Angeln gefunden. Muss ich mir Sorgen machen? Ich weiß auch nicht, ob das noch funktioniert, du. Hey, jetzt ist es nur noch 7 Tage. Ich finde auch gut, dass das mit den Pflanzen reden, dass das das Sozialbedürfnis steigert. Wir müssen einfach mit niemandem Kontakte knüpfen. Naturfreak. Da sehe ich sie auf jeden Fall. Kuhpflanzenbeere. Ist das geil. Let's go. Warum hassen die mich so eigentlich? What happened? So, wir düngen auch erstmal die Kuhpflanze. Ich weiß zwar nicht, was Markus Flex hier macht, aber hi. Warum schneit es jetzt? Das finde ich nicht in Ordnung. Ich kann gefühlt alle Pflanzen weiterentwickeln. Ich habe sogar meine erste ausgezeichnete. Reden wie ein Pirattag. Ja, super. Guck mal, sie beginnt jetzt schon zu wachsen. Nice. Also Essen bringt ihr gar nichts bei ihrem Hungerbedürfnis. Das ist natürlich schade. Alles glitzert. Einfach Gartenarbeit. Perfektioniert. Oh, das hat sie auch abgeschlossen jetzt schon. Sie braucht nur noch eine perfekte Pflanze. Wie sagt ihr, das ist aber auch das Schwierigste hier. Hey, jetzt ist sie schon wieder nur noch, also schon wieder 9 Tage. Also ich weiß, wie gesagt, nicht, woran es genau liegt, wie lange sie dann ein Pflanzensim ist. Aber es ist mir egal. Solange wir lange genug ein Pflanzensim sein können. Hallo Katrina. Was auch immer sie jetzt hier sucht. Sie findet uns kacke, weil wir Nature Maniacs sind. Aber es hat sie ganz gut erkannt. Von der kann ich mir ja auch Solarenergie holen. Von denen, die hier so random rumstehen. I love it. Unsere ersten Rechnungen. Aber durch den Garten haben wir ja echt viel Geld. Girl, du kannst nicht bei uns schlafen. Ich habe noch nicht mal Platz für dich. Ein Spielzeug. Okay. Also was die Leute hier alle wegschmeißen. Ich meine Schatzkarten und 2 Grafiktablets. Einfach 4200, ey. Das ist so gut. Also wenn man Geld in diesem Spiel braucht, muss man echt einfach nur einen Garten haben. Ich möchte nicht rüberkommen. Ich habe hier mit meinem Garten viel zu tun. Eine Voodoo-Puppe. Top. Hallöchen. Mal kurz das Bestreben abgeschlossen, oder? Dann nehmen wir uns den mega grünen Daumen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch was bringt, aber wir nehmen's. Level 10 der Angelfähigkeit. There is the cake. Füttern. Ich hoffe, dass Stufe 4 perfekt ist und nicht Stufe 5. Aber ich gehe vom Schlimmsten aus. Die Nebenbeschäftigung ist jetzt, dass wir das nächste Bestreben versuchen abzuschließen, I guess. Wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? Digga, wieso will sie immer, dass ich zu ihr komme? Es ist zu wild einfach, dass wir hier auch schon wieder auf Level 3 quasi sind. Scheiße. Level 4 ist erst umwerfend. Dann kommt erst perfekt. Das ist gemein. Wäre aber auch zu schön gewesen. 20 Fischarten sammeln. Sie hat schon 19. Was zum... Ich frage mich, ob es hier noch einen 20. Fisch gibt. Wer hätte gedacht, dass das hier ausartet in ein... Wie viele Fische können wir fangen? Raffrei in der Nachbarschaft. Yay. Also ich meine, schlecht sieht es ja hier jetzt nicht aus, ne? Ich frage mich, ob man davon noch welche hier bekommen kann. Wir können auch ganz kurz mal nach Oasis Springs oder so und da noch einen Fisch fangen. Einfach, damit wir das abschließen, weil es witzig ist. Weil wir müssen so oder so warten. Wir brauchen ja nur einen anderen Fisch. Oh, das war's. Einfach 2 Bestreben abgeschlossen. Können uns auch nochmal einen Geldbaum holen. Sie ist ja wieder normal. Das geht nicht. Verbotene Frucht essen. Ich gebe ja schon mein Bestes, aber warum passiert hier nichts? Ich meine, die sind ja schon alle auf Umwerfen. Jetzt müsst ihr nur noch auf Perfekt springen. Na, let's go. Ich hab das so schwer als für euch Pflanzen, hä? Ich kümmere mich hier Tag ein, Tag aus um euch. Und ihr dankt es mir nicht mal. So, ich habe jetzt noch mehr veredelt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Veredeln überhaupt dahingehend was bringt, aber I am trying. Es besteht mittlerweile aus Erbsen, Erdbeeren und Löwenmäulchen. Also es zieht sich mehr, als ich dachte. Ich dachte, es geht ein bisschen schneller. Schon wieder. Rechnungen. Manometer. Okay, sie kommt schon sehr nah ran. You can do this. Okay, Vladislav hat sich erstmal ein Pferd gegönnt. Wieso kriegt man jedes Mal den Meilenstein, wenn man sich verwandelt? Oh, hallo Bäumchen. Vor allem muss die Pflanze dann perfekt sein und wir müssen das dann nochmal ernten. Das heißt, es ist nur nicht damit getan, wenn es dann einfach schon perfekt ist. Lasst mich doch einfach diese Pflanzis entwickeln. Ich rede jetzt 10 Jahre mit dieser Pflanze. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Aber ich mache mir Hoffnung. Oh, wir kriegen nochmal Geld. Ist schon ein bisschen witzig. Ich kann sie weiterentwickeln. Sie ist perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch morgen abernten. Ah, komm. Es müsste zählen. Ja. Ja,
herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Szenarios. Wir haben 19 Ingame-Tage gebraucht und jetzt 2 Stunden in Realtime, obwohl ich die ganze Zeit durchgespeedet habe. Es ist crazy. Also es ist sehr repetitiv, aber ich glaube, wenn man das so nebenbei macht, zum normalen Gameplay kann es ganz nett sein. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Tipps und Tricks, wie es noch schneller geht. Aber wir haben 2 Bestreben währenddessen abgeschlossen, also das ist auch schon mal wild. Es ist natürlich schade, dass man hier nichts geschenkt bekommt, also keine Belohnung, sag ich mal. Weil es ist schon etwas schwieriger, sag ich mal. Also im Vergleich zu anderen, wo man wirklich nur so Kleinigkeiten erreichen muss und man bekommt dann schon total krasse Sachen eigentlich. Aber ja, wir haben es endlich mal abgeschlossen. Das war das Ziel. Und bevor mein Akku jetzt gleich hier noch versagt, sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin und tschüss!